Hallo zusammen! Hi zusammen! Hier sind Checo und Sandro von den Car Collectors. Die neuen Alakazam V-Boxen sind hier! Leute, Alakazam, wann habt ihr ihn das letzte Mal erstens auf einer V-Karte oder einer großen GX-Karte gesehen? Oder geschweige denn in einer Box? Das ist wirklich eine gefühlte Ewigkeit her. Oder gab es das überhaupt schon mal? Das letzte, was ich mich erinnern mag, ist die Trainer Elite Box von XY, glaube ich. Breakthrough war das, wenn ich mich nicht mit täusche. Dem Megasim, mit dem Megasimsalar. Das Meditierende, genau. Das ist das, was ich mich noch erinnern kann. Sonst als eine Vollart noch nie gesehen, glaube ich. Nee, also es ist wirklich sehr, sehr selten. Mm. Das war ja die ganze Diskussion mit Uri Geller, ne? Weil ja das Kadabra wegen Löffel, die Löffel war genau. Irgendwas vom Copyrights, die haben es abgeguckt oder irgendwie sowas war genau es da. So. Die ganze Diskussion. Aber sie sind durchgekommen und das hier ist der Beweis. Wir haben eine Alakazam V-Box. Endlich. Lange drauf gewartet. Ich bin ein großer Fan von Alakazam. War auch immer ein großer Fan von Alakazam. War auch immer in meinem Team dabei im Spiel. Und ich denke, wir machen es auf und zeigen euch, was in der Box drin ist. Absolut, let's go. Da sind wir wieder zurück. Wir haben die Box offen und in der Box drin waren pro Box 4 Booster. Das heißt, in einer Box drin 4 Booster. Dann könnt ihr hier hinten wunderschön sehen, die XL-Karte von Alakazam. Und natürlich nicht zu vergessen, die Promo. Eine wunderschöne Karte. Ich muss schon sagen, da haben sie wirklich was Schönes wieder gemacht. Auch hier so mit den Psycho-Blitzen, die da rauskommen. Sehr cool. Der Zen-Spoon-Angriff. Sehr coole Attacke. Okay. Dann denke ich, heute machen Jack und ich wieder ein kleines Battle. Wir haben beide eine Box aufgemacht und ich denke, wir vergleichen dann zum Schluss, wer die besseren Pulls gehabt hat. Genau. Ich lege schon mal vor und ich denke, ich starte mit dem aktuellsten Set in der Box drin, um euch noch schnell zu zeigen. Waren 2 Vivid Voltage Booster, 1 Sun and Moon Base Set, was ich sehr überrascht und auch sehr cool gefunden habe. Und ein Rebel Clash. Auch, muss ich sagen, fast eins von meinen Lieblingssets. Nebst Vivid Voltage, würde ich jetzt sagen. Nebst Vivid Voltage. Weil ich muss schon sagen, es ist sehr, sehr cool, was in den Sets drin ist. Und dann sind es 1, 2, 3, 4 mit der Energiekarte. So. Das war wie eine Erleichterung oder eine Erfrischung nach dem ganzen Champions Path Hype. Absolut. Habe ich das sehr cool gefunden. Dass hier in dem Set was mehr drin ist. Cool. Ein Voltenzo. Meine Trick, wir machen hier auch noch ein Vivid Voltage auf. Und auch im Rebel Clash sehr, sehr coole Booster drin. Die Starter vor allem drin, da. Die Starter-Pokémon. Genau, richtig. Die Starter-Pokémon auch sehr, sehr cool. Es hat hier wirklich auch League Staff, coole Trainerkarten drin, auch im Set, die man auch fürs TCG gut brauchen kann. Picky Pack, Lycroc und das war's schon. Oh, ich glaube, Checo. Habe ich Easy Game? Hast du Easy Game, so wie es aussieht? Ich muss zuerst mal was ziehen. Genau, dein Kartentrick ist auch immer von 4 von hinten nach vorne. Boah, du hast, glaube ich, wirklich Easy Game. Mal gucken, was hier drin ist. Rebel Clash hat mich eigentlich nie enttäuscht. Ich hatte so coole Pulls aus den 2er-Blistern von Rebel Clash und Darkness Ablaze. Boah, was ist heute los, hey? Also jetzt hoffe ich einfach, dass das Sun and Moon Base Set nicht noch enttäuscht, auch dass du mindestens etwas hast, weil sonst gewinne ich ja schon mit einer Holo. Dann gewinnst du ja eigentlich schon mit einer Holo. Uiuiui, ui. Was haben sie denn hier? Sun Moon ist auch 4. Auch 4 und dann die Energiekarte müsste vorne sein. Genau, wir starten mit der Dunkelenergie. Dann haben wir Poison Carp, der ist sehr cool, auch fürs TCG. Gemeine Sache, habe ich sogar in meinem Deck drin. Makuhita. Das sind wirklich coole Karten gewesen. Boah, sehr cool. Habe ich schon lange keines mehr aufgemacht. Oh, die ist super. Wow, und zum Schluss kommt noch eine. Hier ist dein Holo! Okay, sehr cool.
Wow, der Schimmer. Ich bin jetzt so gewöhnt vom Schwert und Schild zu Von den Patterns hier oben nach Pattern. unten, genau. Und dann ist der hier mal wieder richtig cool, was aufzumachen. Schönes Richtiger Erfrischen Schimmer in der Höhle, ne? Cool, okay. Das heißt für mich, ich mit meinem einen Holo, Jacko, ich habe vorgelegt, zwar nicht viel, aber du darfst ansonsten sehr gerne. Und du hast Gut. eigentlich mit einer Holo GX oder V-Karte schon dann schon gewonnen. schon gewonnen. Das Also, Easy Game, Easy Game. ich beginne auch mit meinem Sun Moon Base Set. Mal schauen, was es mir da beschert. Energie. Rock. Das Das Cosmog Cosmog. auch sehr cool. Wingull am Strand. Das Snubbull auch immer dabei. Garnirana. Und das Dratini Yes. Reverse und Wasser. Wow. Okay. Das Gut. erleichtert mich schon mal. Ich habe schon gedacht, jetzt wäre schon vorbei, schon beim ersten Booster. Dann gehe ich jetzt Sehr cool. lieber in mein Rebel Clash. Ah, okay. Ich mache es hinten, von hinten nach vorne Hinten nach chronologisch. vorne. Von alt bis neuest. Genau. Okay. Die Figuren, die Knetfiguren, auch immer dabei in jedem Das neue Set. Porenta. Vogel. Mr. Mime. Oh, das ist aber cool. Seishin Seishin. non-holo. Also, bis jetzt bin ich auf der gleichen Schiene wie du. Die gleiche Schiene, ne? Also die Box bis jetzt ist nicht so weltbewegend, würde ich mal meinen. Schreibt uns unten in die Kommentare, wenn ihr die Box auch bekommen habt und macht die auf, wenn ihr sie aufgemacht habt natürlich. Was habt ihr da für Puls erwischt? Ich hoffe, ihr hattet mehr Glück wie Schreibt uns wir. unten rein. Also, das erste Vivid Voltage. Oh. Ja, das Delmise, auch sehr coole V-Karte. Die schießt mir immer in den Kopf, wenn ich das sehe. Sehr coole V-Karte. Pipi. Weilma, Reverse und Nassleaf. das Galarian Darmaniton. Darmaniton. Okay, sehr cool. So, dann Die habe ich die. Eis-V-Karte. Jacko hat gewonnen. Jetzt Ja. schon. Gratuliere. War nicht sehr schwer, muss ich sagen. Sehr cool, ja, war wirklich nicht schwer. Mit einer Holo in der Box drin. Aber ich gebe mich schon zufrieden mit der Alakazam V-Karte. Absolut, Ich muss ja. sagen, Hammer. Ich bin wirklich vom Sofa aufgesprungen, wo ich gesehen habe, dass endlich eine Alakazam-Karte kommt, als Promo oder Box sogar. Hammer. Zum Schluss Und noch das Flamara. das Flamara. Okay, das war ein Gut. kurzes Opening der Alakazam-Box. Der würdige Gewinner, Jacko! Lasst doch unten noch ein Like da auch für den Absolut. Gewinn von Jacko. Er hat es verdient mit einer V-Karte. Wow. Also ich muss sagen, die Ausbeute aus der Box ist so la la. Wir haben schon Absolut. endlich was gezogen. Ich hatte den Champions Path auch schon boxen, da ist gar nichts außer Zygarde und Manis. Ja. Muss ich schon sagen, das war eigentlich eine okay Ausbeute. Ich habe ein bisschen mehr erwartet, aber wir hoffen natürlich, dass in anderen Boxen was mehr drin ist. Genau. Okay, das wär's von unserer Seite. Box ist offen. Danke euch vielmal fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal. Car Collectors. Bis dann. Bis Tschüss. zusammen.